Always with the roof, fragt Pete Smeed. Lest ihr Sachbücher und wenn ja, wie viele im Jahr und was ist euer Lieblingssachbuch? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer weniger lese in Form von Büchern. Aber immer mehr in Form von so anderen Geschichten. Ich habe zum Beispiel jetzt 30 Seiten Barclays Dokumentation, nicht Dokumentation, da nennt man Analyse, wie die Bank Barclays im September 2020 schon auf die Idee kam, wie man mit einem exponentiellen Wachstum von GameStop und AMC viel Geld verdienen könnte. So Sachen lese ich mir dann gern. Aber ansonsten so einfach so ein klassisches Sachbuch, wie ich das früher viel gemacht habe, wird tatsächlich weniger und Romane auch. Meine Nase ist ganz schön zu. Ich glaube, ich habe insgesamt, kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Sachbücher ich insgesamt gelesen habe, und das ist schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie die heißen. Also kann ich dir die Frage leider nicht hinreichend beantworten. Sachbücher. Also erstmal lese ich keine Bücher, also halt wirklich nein, und dann dementsprechend auch keine Sachbücher. Ja, letzte Sachbuch, was ich gelesen habe, war wahrscheinlich aus dem Studium. Und da habe ich ja noch jährlich eine Menge Sachbücher gelesen, sage ich jetzt mal, ja. Nein, ich lese keine Sachbücher. Ich lese ehrlich gesagt überhaupt gar keine Bücher aktuell. Ich lese ein Buch, Dreck, nur während der Zugfahrt. Und das würde ich sagen, kein Sachbuch, sondern eher eine große Reportage. Also nein, keine Sachbücher. Bücher lese ich seit einigen Jahren nicht mehr so. Ich höre sehr viel, wenn dann Hörbücher. Ja, da dann in die Richtung, oh, da habe ich Stephen Hawking, habe ich, das ist aber auch schon alles ein bisschen her, aber ich habe nie frei. Das ist ein bisschen bitter eigentlich. Im Urlaub höre ich die ganz gerne. Aber auch solche sozialkritischen bzw. gesellschaftlichen Bücher habe ich mir ein paar von gegeben. War sehr cool, sehr aufschlussreich, wie so globale Gesellschaften funktionieren oder wie sich die Gesellschaft in den letzten 50 Jahren gewandelt hat und warum, wieso, weshalb. Und sonst habe ich früher immer sehr gerne sowas wie Dan Brown gelesen, so Da Vinci Code und so. Aber auch Frank Schätzing, auch ganz großartig. Aber es ist sehr viel weniger geworden, weil keine Zeit mehr.